Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu den deutschsprachigen Nachrichten aus Ungarn. Mein Name ist Aaron Schmidt. Wenn es keine Familien und keine Kinder gäbe, könnte sich eine Volksgemeinschaft auflösen, sagte Viktor Orban auf dem in Budapest veranstalteten Demografiegipfel. Der Ministerpräsident betonte, die Ziele werden nur dann erreicht, wenn ein System der Familienförderung geschaffen werde, das Paaren, im Fall, dass sie sich für Kinder entscheiden, ein höheres Lebensniveau garantiert als bei einem Verzicht auf Nachwuchs. Vor dem demografischen Gipfeltreffen in Budapest empfing Viktor Orban den Staatsoberhaupt Serbiens, den tschechischen und slowakischen Ministerpräsidenten und auch den ehemaligen Premier Australiens im Karmelitenkloster. Der ungarische Ministerpräsident und Tony Abbott nahmen am bilateralen Gesprächen teil. In seiner Rede bezeichnete Viktor Orban die weitere Fortsetzung der starken demografischen Politik als Staatsziel und Regierungsaufgabe. Der Ministerpräsident betonte, bei negativer Bevölkerungsentwicklung könnten Nationen in der Größenordnung wie die tschechische, serbische oder die ungarische aufhören zu existieren. Wir sind der Meinung, wenn eine Nation in der Welt aufhört zu existieren, dann verliert die Welt etwas, was durch was anderes nicht ersetzt werden kann. Dann geht etwas verloren, was nicht ersetzbar ist, sagte Viktor Orban. Der Premier sagte, die demografischen Herausforderungen sollten nicht mit Migration gelöst werden, man solle keinen Bevölkerungsaustausch zustimmen. Der Ministerpräsident lehnte auch die seiner Ansicht nach sinnlosen Argumente von grünen Politikern ab, wonach zugunsten der Erde weniger Kinder geboren werden sollten. Viktor Orban betonte, das ungarische Modell würde auf konstitutionellen Grundlagen beruhen. Er fügte hinzu, diese würden vor familienfeindlichen Gerichtsentscheidungen Schutz bieten und auch verhindern, dass oft familienfeindliche internationale Organisationen in die Angelegenheiten und Entscheidungsfindung des ungarischen Staates eingreifen können. Der Ministerpräsident sagte auch, in der Effektivität der Familienförderungsprogramme könnte ein Durchbruch dann erreicht werden, wenn denjenigen, die sich für ein Kind entscheiden, auf einen garantiert besseren Lebensstandard leben könnten, als wenn sie auf Kinder verzichten würden. Viktor Orban meint, eine der Voraussetzungen für eine erfolgreiche Familienpolitik in Ungarn sei ein bis 2030 andauerndes jährliches BIP-Wachstum, das mindestens um 2% höher sei als das durchschnittliche EU-Wachstum. Allerdings stellte der Ministerpräsident auch fest, dass wenn sich das Christentum in Europa nicht wieder verstärkt, so würde Ungarn als alleinstehende Insel nicht in der Lage sein, Änderungen zu erreichen. In einem Ranking des britischen Wirtschaftsmagazins The Economist ist Budapest als lebenswerteste Stadt Osteuropas ausgezeichnet worden. Das Magazin verglich 140 Metropolen anhand von 30 Kriterien, unter anderem in den Bereichen Sicherheit, Infrastruktur, Kulturangeboten, Gesundheitsversorgung und Umwelt. Demnach erreichte die ungarische Hauptstadt über 90 von den insgesamt 100 Punkten. In diesem Jahr gab es eine riesige Menschenmenge auf dem Sziget Festival, einer der größten Kulturveranstaltungen der Hauptstadt. Ende August spielte die Gastronomie die Hauptrolle in Budapest. 3 Tage lang lernten die Besucher die Vielfalt der Volksgastrokultur im Karpatenbecken kennen. Die verschiedenen Programme sind bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Dieser Student aus Deutschland wird hier ein Jahr lang studieren. Er hat bereits die Stadt erkundet. Die Infrastruktur ist hervorragend. Das U-Bahn- und Straßenbahnnetz sind sehr gut. Mir gefallen auch die Fahrräder, die man mieten kann. Und die Möglichkeiten, von einem Ort zum anderen zu gelangen, sind sehr gut, erzählte der Jugendliche über seine Erfahrungen in Budapest. Die renommierte Wochenzeitung The Economist hat Wien nach 30-Punkte-Kriterien auch in diesem Jahr wieder zur lebenswertesten Stadt der Welt gewählt. In Hinsicht der Qualität der politischen und sozialen Stabilität, der öffentlichen Sicherheit, des Gesundheitswesens, der Bildung, der Kultur, der Umwelt und der Infrastruktur erhielt Budapest die beste Bewertung in der osteuropäischen Region, weit vor Prag und Moskau, den beliebtesten Reisezielen der Region. Der Staatssekretär für Information und internationale Beziehungen im Ministerium für Außenwirtschaft und Auswärtige Angelegenheiten erklärte, Gründe für die positive Bewertung seien die Sicherheit und die stabile Entwicklung der Hauptstadt. Nach der Umfrage der Economist Intelligence Unit zählen 3 australische, 3 kanadische, 2 europäische und 2 japanische Städte zu den 10 lebenswertesten Städten der Welt. Am Ende der Liste steht Damaskus, die kriegszerrissene Hauptstadt Syriens, gefolgt von Tripolis, Algier, Dhaka, Caracas und Harare.
Wettkämpfer aus 11 Nationen mit 32 Pferdegespannen treffen sich mit ihren Pferden aus Gestüten aus Europa und Amerika. Dies ist die vorläufige Bilanz der Weltmeisterschaft der jungen Gespannfahrer, bei der auch einheimische ungarische Rassen unter den Pferden vertreten sind. Die Qualifikationsrunden begannen am Donnerstag. Am Samstag ist das Finale des Turniers, darauf folgt das Hindernisrennen. Am Sonntag findet der Marathon statt, der bei Interessierten am beliebtesten ist. Der 2,2 Hektar große Wildpark im Koloskatal liegt einige Kilometer nördlich vom Balatonfüred. Besucher können in ihrer natürlichen Umgebung einer Vielzahl an Wildtieren Ungarns hautnah begegnen. In der Hügellandschaft sind 8 Wildtierarten präsent: Rothirsche, Darmhirsche, Mufflons, Rehe, Wachteln, Rebhühner, Fasane und Stockenten. Bemerkenswert sind auch die Insektenwelt und die Flora des Gebietes. Sie sahen die Nachrichten aus Ungarn. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.